Willkommen, liebe Zuschauer. Wir schauen gleich mal auf das große Bibbern in München. Minusgrade beim Deutschen Filmball, aber dagegen hilft Tanzen und Champagner. Wir zeigen Ihnen, wer dieses Jahr dabei war. Dann nett gesagt. Prinzessin Caroline wird heute 60 und wir schauen mal auf ihr bisheriges Leben, in dem Glück und Unglück immer nah beieinander lagen. In einer Minute geht's weiter. Willkommen zurück. Prinzessin Caroline wird heute 60. Als sie zur Welt kam, schien alles perfekt. Ihr Vater war der Herrscher von Monaco und ihre Mutter die schöne Grace Kelly. Aber das Leben von Caroline war trotzdem nicht ohne Sorgen. Die scheinen die Grimaldis gepachtet zu haben. Trotzdem ist und bleibt die Prinzessin die Grande Dame der Familie. Ja, und schon bald erwarten Pierre Casiraghi und seine Frau ihr erstes Kind. Das macht dann schon 4 Enkelkinder für Caroline. Hier sind weitere Leute heute. Lily Collins, die Tochter von Phil Collins, hat zum ersten Mal über ihre Essprobleme als Teenager gesprochen. Die heute 27-Jährige war magersüchtig, sagt aber, dass sie die Krankheit längst überwunden hat. In ihrem neuen Film geht es genau um dieses Thema. Morgen werden die diesjährigen Oscar-Nominierungen bekannt gegeben. Matt Damon hat schon einen und hat die Chance auf einen weiteren. Vielleicht bekommen seine 4 Töchter die Goldjungen ja zum Spielen. Denn Familie bedeutet ihm alles. So, das war's auch schon wieder von uns. Es geht jetzt hier weiter mit der Soko München. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Bis dahin, tschüss.